Wolfsburg holt sich in Gladbach das passende Geschenk zu Weihnachten. Den Sieg. In der 10. Spielminute hatten die Wölfe den besseren Start. Daniel Didavi wird von keinem angegriffen und deswegen trifft er hier 1:0 für die Wolfsburger und Daniel Didavi 4. Saisontor für den VfL. Und da rennt er natürlich zum Wolfsburger Ersatzspieler. In der 19. Minute gibt es dann die Gladbacher Antwort. Ja, kann man so sagen. Raphael setzt zumindest mal ein Ausrufezeichen, aber er scheitert hier an Keeper Quinn Castells. 30. Minute dann die Gladbacher, die wollen es unbedingt, Hazard auf Dahoud und der kommt auch zum Abschluss und ja, der sah aus dieser Perspektive doch gar nicht so ungefährlich aus. 40. dann die Gladbacher mit Fehlern, mit Kartenfehlern in der Defensive und da kommt ja schon wieder dieser starke, zuletzt so starke Daniel Didavi zum Abschluss. Da hätte er durchaus sein zweites Tor machen können. Und dann in der 49. Spielminute Gustavo auf Błaszczykowski und in der Mitte, da ist doch der Bastos und macht sein 5. Saisontor. Es hat lange gedauert, war Top-Torjäger am 3. Spieltag und seitdem hat er nicht mehr getroffen. Und jetzt hat er sein verdammtes 5. Tor erzielt hier in Wolfsburg. Das ist doch mal ein passendes Geschenk zu Weihnachten. In der 71. Minute dann eine unschöne Aktion, wie man hier sieht. Caligiuri wird gefoult von Christensen. Oder kann man das eigentlich noch gefoult nennen? Umgetreten. Und es war ein brutal Foul. Und es gab hierfür glücklicherweise nur die gelbe Karte. 75. dann die Wolfsburger, dasselbe wieder. Westergaard trifft diesmal den Luis Gustavo hier und es gab ebenfalls für ihn die gelbe Karte. Und dann in der 78. Spielminute gab es den Freistoß. Ricardo Rodriguez hat ja immer ein goldenes Füßchen und diesmal benutzt er dieses goldene Füßchen auch richtig gut und trifft hier zum 3:0. Super Tor, super Standardaktion der Wolfs. Am Ende bleibt es dann beim verdienten 0:3 für die Wolfsburger. Die Wolfsburger gewinnen hier und holen sich die 3 Punkte von der Borussia aus Gladbach. Das war's auch schon.